Moin zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder ein Stoffwindel-Video und zwar wurde ich gefragt, wie ich das denn unterwegs mache mit den Stoffwindeln und deswegen zeige ich euch heute meinen Wickelrucksack. Der ist tatsächlich neu, den habe ich mir neu besorgt, weil ich gemerkt habe, dass die Handtasche, die ich sonst immer als Wickeltasche gebraucht habe, einfach nicht ausreicht für Sachen für zwei Kinder. Der ist jetzt nicht komplett voll, aber es ist halt doch so viel geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche ein bisschen mehr Platz, ich brauche was, was alleine steht, was ich oben schön aufmachen kann und ja, was halt einfach offen stehen bleibt und nicht immer in sich zusammenfällt wie meine alte Tasche. Und deswegen ist es ein Rucksack geworden. Welcher es ist, verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Und ja, ich zeige euch jetzt so ein bisschen, wie ich den eingeräumt habe und auch was vielleicht Stärken und Schwächen von genau diesem Rucksack sind. Genau, so sieht er aus. Er hat hier vorne ein kleines Fach, dann das große Fach, zwei Seitenfächer und innen drin noch ganz viel Stauraum. Das machen wir jetzt ganz in Ruhe. Fangen wir vielleicht direkt hier vorne mit der Tasche an. Schwupps. So sieht die bei mir aus. Das hier sind Fächer, die eigentlich für Flaschen konzipiert sind. Die sind auch hier drin beschichtet, dass kaltes kalt bleibt und warmes warm. Mein Problem ist, dass wir große Flaschen haben. Also wir haben nicht diese kleinen 150 ml Flaschen, sondern die großen. Und die stehen einfach bis hier oben über. Das heißt, man kriegt die Tasche da nicht mehr zu. Ist aber kein Problem, denn ich habe hier vorne einfach Taschentücher drin. Dann eine Box mit extra Schnullis. Und hier vorne im Moment immer dabei Kochsalzlösung, weil wir gerade mit verstopfter Nase zu kämpfen haben. Und hier befindet sich meine Thermoskanne mit heißem Wasser. Das ist eine ganz einfache, die ich bei DM gekauft habe. Wir füttern ja Prä und deswegen brauchen wir immer heißes Wasser. Das mache ich hier direkt mit 45 Grad rein. Und wenn ich dann unterwegs bin, hat es genau die richtige Trinktemperatur, weil es ja immer ein bisschen abkühlt. Schauen wir mal rein in das gute Stück. So sieht es bei uns von oben aus. Ihr seht schon, hier sind ganz viele kleine Taschen. Das finde ich einfach super, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt. Wir gehen jetzt einfach mal alles nach und nach durch. Und ich zeige euch, was da so drin ist. Vielleicht fangen wir mit den kleinen Taschen an. Hier an der Seite habe ich immer mein Portemonnaie stecken. Und wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, benutze ich diesen Karabiner hier auch. Allerdings wirklich nur mit dem Kinderwagen. Im Auto mache ich das nicht. Also der wird nur angeklickt, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Im nächsten Fach, das ist hier, habe ich ein Erste-Hilfe-Set. So ein kleines. Jetzt. Also ein Erste-Hilfe-Set, das habe ich mal bei Rossmann geholt, glaube ich. Das finde ich hat eine gute Größe, einfach um es immer dabei zu haben. Und gerade mit einem größeren Kind noch macht das echt Sinn. Dann ist hier im nächsten Fach eine Flasche, denn die kleine Maus bekommt ja Prämilch. Und passend dazu im nächsten ein Milchpulver-Portionierer. Ich muss zugeben, den finde ich nicht ganz so gut. Ich habe noch einen anderen, der hat drei Kammern. Aber der passt besser hier rein und deswegen habe ich den immer in der Wickeltasche und der andere ist bei uns oben am Bett. Außerdem ist hier unten immer noch Spielzeug drin. So, was kommt als nächstes? Die Reißverschlusstasche. In der Reißverschlusstasche habe ich einmal ein Etui. In dem Etui ist eine Nagelschere, eine Nagelfeile und eine Pinzette drin. Ja, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und was da auch immer drin ist, ein Riegel, meistens so ein Fruchtriegel. Dann geht es mit dem großen Fach weiter. Da ist immer drin ein Spucktuch, denn Spucktücher braucht jeder und wir momentan extra viele. Und dann kommen da unten schon die Windeln, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier vorher noch einen Wetbag, einen kleinen. Der ist jetzt von Elkspa. Und ich finde den einfach super. Da sind unsere Waschlappen drin. Und entweder ich nehme die trocken mit, wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo ich Wasser habe, dann befeuchte ich die dann halt, wenn ich da bin. Oder aber ich mache schon ein paar feucht und stecke die einfach ins große Fach rein. Und ein paar sind halt trocken und sind hier vorne drin. Und dann habe ich immer schon feuchte dabei. Und wenn wir dann den Popo abgeputzt haben, kommen die in den großen Wetbag. Den zeige ich euch dann gleich noch.
Dann sind da unten Windeln und zwar passen bei uns locker flockig 6 Stück rein. Ich habe meistens aber immer nur 4 dabei. Das sind jetzt meine All-in-Ones. Die kennt ihr ja schon aus dem letzten Video, das ich gemacht habe von unserer Ausstattung. Wer das nicht gesehen hat, ich verlinke es euch mal da oben. Ich habe jetzt hier Totspots und X-Bar, weil das halt unsere Lieblingswindeln sind. Wird dann demnächst halt durch andere Marken ausgetauscht, wenn wir auf die One-Size-Größe umsteigen. Und immer dabei ist natürlich auch ein Wetbag. Meistens habe ich da Größe M dabei. Das reicht so für 4 bis 6 Stoffwindeln. Kommt immer drauf an, wie man die gestopft hat, was man da hat. Und mehr als 3, 4 Stoffwindeln brauchen wir auch nicht, wenn wir an einem normalen Tag unterwegs sind. Für einen längeren, größeren Ausflug, klar, da packt man dann nochmal ein bisschen anders. Aber meistens ist man dann ja auch mit Auto oder Bollerwagen unterwegs und packt sowieso mehr Zeug ein. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Stoffwindeln, sondern so generell. Ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Dann drin ist immer noch ein Body und eine Hose, Wechselsachen halt. Ich denke, das ist klar. Wenn ich mit der Großen unterwegs bin, dann kommt auch von der Großen noch Wechselsachen rein. Und auch immer dabei eine Wickelunterlage, in dem Fall auch von X-Bar. Okay, merkt man, dass ich diese Marke liebe? Ich liebe diese Marke und diese Drucke. Also die Prints, die sind einfach super. Genau, das ist einfach nur eine Wickelunterlage und die habe ich halt auch immer da drin. Ja, und das war's schon. Ich räume mal wieder ein und dann zeige ich euch ein paar coole Sachen, die der Rucksack noch kann. Und zwar finde ich an diesem Rucksack besonders toll, dass, wenn man ihn umdreht, hat er hinten noch so einfach. Und das finde ich super praktisch, weil man hier halt einfach an die Sachen, die unten im Rucksack sind, drankommt. Und ich habe das so gemacht, dass ich hier unten sofort die Wickelunterlage habe und dann auch hier gleich an die Windeln drankomme. Es ist einfach ungemein praktisch und hier ist auch nochmal ein Reißverschluss. Hier könnte man noch irgendwas reinpacken. Habe ich jetzt nicht, aber theoretisch geht das. Ja, aber es ist super praktisch, einfach unten an alles ranzukommen. Also das ist definitiv gut mitgedacht. Anders als das Flaschenfach vorne. Dann hat er hier oben 2 Haken, um ihn an den Kinderwagen zu hängen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und was ich jetzt persönlich noch nicht oft gebraucht habe, aber theoretisch auf längeren Touren kann das wirklich sinnvoll sein. Und zwar haben wir hier einen Charger noch mit dran. Also ich habe hier einen Zugang zu einem USB. Da könnte ich zum Beispiel mein Handy dranhängen oder irgendwas und habe hier halt das Endstück und das kann halt hier mit einer Powerbank in der Tasche verschwinden. Ich habe es bisher nur einmal auf einer langen Zugfahrt gebraucht, da war es wirklich nützlich, aber ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute ein nettes Add-on ist. Genau, hier in der Seitentasche zum Beispiel befindet sich auch nochmal ein Schlitz. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel Feuchttücher drin haben will, dann kann man an der Seite reingreifen und die Feuchttücher direkt rausziehen. Das geht theoretisch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, da die Flasche reinzupacken. Das ging jetzt um einige schneller als gedacht. So viel ist scheinbar gar nicht drin in meiner Wickeltasche. Ach ja. Wie ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Es ist genauso einfach wie mit Wegwerfwindeln und ihr habt die gleichen Sachen in der Tasche wie mit Wegwerfwindeln, nur dass ihr keine Wegwerfwindeln habt, sondern Stoffwindeln und vielleicht noch ein Wetbag dazu. Wir haben das mit der Großen übrigens auch schon ausgetestet mit einem mehrstündigen Ausflug in der Sonne und es hat nichts gestunken. Also die Wetbags halten das aus, das ist überhaupt gar kein Problem, es war alles wunderbar. Und ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass ihr mit einem stinkenden Rucksack unterwegs seid oder sowas. Danke, dass du wieder dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, dass du auch dann wieder einschaltest. Wenn du nichts verpassen willst, dann auf jeden Fall abonnieren, das ist kostenlos. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bleib gesund und ja, tschüss.